Wer am Donnerstag versucht hat, etwas auf Wikipedia nachzuschauen, hat nur schwarz gesehen. Das Online-Lexikon hatte beschlossen, sein deutschsprachiges Angebot aus Protest gegen die geplante Reform des digitalen EU-Urheberrechts für einen Tag abzuschalten. In einem sind sich alle einig: Eine Reform ist dringend notwendig. Es geht im Grunde genommen darum, wie kann man Urheberrecht gerade in Zeiten der Digitalisierung gestalten. Das heißt, Menschen, die kreative Leistungen erbringen, insbesondere denen auch die Früchte ihrer Arbeit zukommen zu lassen. Weil im Moment ist es so, dass im Internet die Werke von Künstlerinnen und Künstlern, von Kreativen recht wenig geschützt sind. Stein des Anstoßes ist vor allem der inzwischen berühmt-berüchtigte Artikel 13 aus dem Reformvorschlag. Der Kernpunkt steht in Absatz 4. Frei übersetzt: Wird keine Genehmigung erteilt, haften die Anbieter von Online-Content-Sharing-Diensten für unbefugte öffentliche Zugänglichmachung urheberrechtlich geschützter Werke und anderer Inhalte. Im Klartext: Lag die Haftung für illegal hochgeladene, weil urheberrechtlich geschützte Inhalte bisher hauptsächlich bei der hochladenden Person, soll sie künftig hauptsächlich bei der Plattform liegen, die den Inhalt veröffentlicht. Das bedeutet konkret, dass zum Beispiel YouTube die Inhalte in Zukunft schon vor dem Freischalten auf Verstöße prüfen muss. Weltweit werden pro Minute um die 500 Stunden Videomaterial auf YouTube hochgeladen. Diese Masse mit menschlichen Mitarbeitern zu prüfen, gilt entsprechend als ein Ding der Unmöglichkeit. Es wird eine technische Lösung geben müssen, und die läuft auf sogenannte Upload-Filter hinaus, die hochgeladene Videos automatisch auf Urheberrechtsverstöße prüfen und gegebenenfalls herausfiltern. Genau da setzt die teils heftige Kritik an. Es wird befürchtet, dass diese Filter dann auch Inhalte blocken, die eigentlich gar nicht illegal sind. Parodien zum Beispiel oder Berichte mit Zitaten. Die Filter würden aus Sicht der Kritiker also die Kunst- und Meinungsfreiheit einschränken. Die deutsche Haltung zu dem Thema ist im Koalitionsvertrag von CDU, CSU und SPD eigentlich recht klar geregelt. Eine Verpflichtung von Plattformen zum Einsatz von Upload-Filtern, um von Nutzern hochgeladene Inhalte nach urheberrechtsverletzenden Inhalten zu filtern, lehnen wir als unverhältnismäßig ab. Mit dieser Formulierung kann sich die Bundesregierung jetzt allerdings darauf berufen, dass die Upload-Filter ja nicht explizit vorgeschrieben werden. Zwischen den Zeilen von Artikel 13 gibt es im Endeffekt aber keine andere Möglichkeit. Das räumt auch die Bundesjustizministerin ein. Das ist sehr schwierig technisch. Verändert ein Stück weit die Struktur des Internets, und deswegen habe ich mich dafür eingesetzt, diesen Artikel 13 rauszulösen aus der Richtlinie. Das ist mir jetzt im Rahmen der Bundesregierung nicht gelungen. Im Europaparlament wird jetzt darüber verhandelt, ob dieser Artikel 13 rausgenommen werden kann. Eines muss klar sein: Facebook, YouTube und Co. sind nicht gemeinnützig, sondern Großkonzerne mit wirtschaftlichen Interessen. Und das, was sie bisher von ihrem milliardenschweren Umsatzkuchen an die Ersteller der Inhalte weitergeben, sind bestenfalls die Krümel.